back from the dead. Toll, dieser Tunnel. Irgendwie echt schön. Wie die Stadt wohl aussehen mag? Große Stadt, was? Nach langer Zeit wieder mal eine Großstadt. Oh, eine Seilbahn! Ich frag mich, wohin man damit wohl fahren kann. Mann, so viele Leute! Das muss die örtliche Hauptstraße sein. Iris hat sich im Hotel Le Ville einquartiert. Wow, habt ihr das gespürt? Das Erdbeben gerade? Was ist? Mein Kopf fühlte sich gerade an, als würde er platzen. Alles okay? Ja. Ist wieder weg. Oh. Iris! Ihr seid am Leben. Ihr seid ganz schön zäh. Natürlich. Gut siehst du aus. Abgesehen von den Augenringen. Ihr bleibt doch auch hier, oder? Fürs Erste. Lass uns nachher unter vier Augen reden. Gern. Jared und Talcott, schön, euch zu sehen. Prinz Noctis, ich habe Iris auf dem Weg hierher beschützt. Bitte vergebt meinem Enkel. Er hat überhaupt keine Manieren. Ach, was? Ihr seid so gütig, euer Hoheit. Komm, Talcott, ins Bett mit dir. Prinz Noctis, gute Nacht. Iris, wie sieht's bei uns aus? Um die Zitadelle herum wurde so gut wie alles zerstört. Aber die Wohnviertel sind weitgehend unbeschädigt. Das Imperium hat also gezielt angegriffen. Noct, wenn ich irgendetwas tun kann, sag es bitte. Ja, danke dir. Was ist? Noctis, Luna Freya, sie war vor einer Weile hier in Lestalum. Sie hat die Stadt sofort wieder verlassen, aber wenigstens ist sie am Leben. Verstanden. Danke. Also dann, ruht euch erstmal aus. Na endlich, du Schlafmütze. Morgen. Wo sind die anderen? Die sind mit Talcott spazieren gegangen, um sich die Stadt anzuschauen. Los, lasst uns auch gehen. Okay, gehen wir. Klasse, ich führe dich rum. Es scheint, eure Geduld hat sich gelohnt. Viel Spaß, Iris. Unser erstes Ziel ist der Marktplatz. Komm schon, mir nach! Bei Nacht ist der Ausblick hier wirklich wunderschön. Mhm. Das ist der berühmte Partellum-Markt. Hier findet man alles.
Macht das nicht Spaß? Ich würde am liebsten alles kaufen. Der Ort ist wie für dich geschaffen. Ja, das finde ich auch. Wow! Sieh dir doch nur all die tollen Sachen an, Noct. Wartest du kurz? Ich möchte was kaufen. So, fertig. Als nächstes geht's weiter zum Kraftwerk. Das ist das Kraftwerk. Hier wird die Energie für die Fabriken gewonnen. Aber halt dich fest, in Lestalum übernehmen die Frauen die Knochenarbeit. Sowohl im Kraftwerk als auch in den Minen und Fabriken. Du bist ja Feuer und Flamme. Vielleicht solltest du dich um meine Stelle bewerben. Ja, vielleicht sollte ich das. Ich finde das klasse, dass die Frauen hier anpacken. Anders als in Insomnia. Nächster Halt. Pekla Panorama Park. Mir gefällt die Architektur ganz anders als in Insomnia. In so einem Wagen will ich auch gern mal fahren. Ja, nicht schlecht. Wir sind da, Noct. Am Pekla Panorama Park. Schau doch mal, man sieht den Meteor. Noct, sag mal, ist das jetzt ein Date? Wenn's so wäre, würde Gladio mich verprügeln. Keine Angst, ich sag ihm nichts. Naja, und außerdem hast du ja auch schon längst eine Verlobte. Ob die anderen wieder da sind? Lass uns zurück ins Hotel, okay? Ob die anderen wohl schon zurück sind? So viel haben wir ewig nicht mehr gesprochen. Danke, Noct. Hat Spaß gemacht. Mir auch. War nett. Danke für die Tipps. Ach was. So viel weiß ich dann auch nicht über die Stadt. Jedenfalls habe ich dir auf dem Markt ein Geschenk gekauft, Noct. Aber hab noch etwas Geduld. Wird eine Überraschung.
da seid ihr ja. Talcott hat etwas höchst Interessantes in der Stadt aufgeschnappt. Stimmt. Etwas höflicher, Talcott. Ach was, ich bin doch auch kein Adeliger. Prinz Noctis, in der Nähe soll ein legendäres Schwert hinter einem Wasserfall verborgen sein. Es könnte sich dabei um ein vergessenes Königsgrab handeln. Wollen wir mal nachsehen? In Ordnung. Vielen Dank, Talcott.